Das sind tatsächlich keine originalen AirPods, was man spätestens daran erkennt, dass die schwarzen Stellen, die eigentlich Gitter sind, aufgedruckt sind. Das sind tatsächlich Plagiate aus Fernost, die ich aktuell teste für meinen Unboxing-Kanal. Da kommt nächste Woche aber ein extra Video dazu. Um sie zu testen, möchte ich sie natürlich mit den originalen AirPods Pro vergleichen. Und dafür besuche ich jetzt wen, der originale AirPods Pro hat. Du hast deinen Namen drauf, dann erkennt man direkt, dass es die Originalen sind. Wenn du es nicht weißt. Also den erkennst du sofort. Ja, guck mal ein bisschen seitlich drauf. Ja gut, ein bisschen erkennt man es. Aber nur, wenn man ganz genau guckt, natürlich. Ja, auch wenn es keine Originalen sind, sie sehen auf jeden Fall ziemlich gut aus. Vor allem auf den ersten Blick, wenn man nicht genau hinschaut und jemand hat die einfach im Ohr, könnte man sich da definitiv täuschen. Aber beim Klang hat man so einen gewaltigen Unterschied. Also die klingen, ich möchte mal sagen, echt scheiße. Mehr dazu gibt es aber, wie gesagt, nächste Woche Samstag auf meinem Unboxing-Kanal. Den verlinke ich in der Videobeschreibung. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr genaueres zu den AirPods wissen wollt. Vielleicht hat jemand von euch jetzt gerade auch hinten auf meinen Schreibtisch geschaut und sich gefragt, wie sieht's denn da aus? Ja, ich habe auf meinem Schreibtisch eigentlich immer ein recht großes Chaos, aber jetzt ist hier nochmal was Neues. Und zwar steht hier jetzt seit heute tatsächlich erst der Karton von meinem Aromadiffusor unter meinem Monitor. Das hat den ganz einfachen Grund. Ich sitze hier ganz viel am Computer und wenn ich hier sitze und der Monitor ist hier unten, mache ich immer einen ziemlichen Buckel und sitze ziemlich schlecht da, was einfach nicht gut für den Rücken ist und langfristig gesehen wäre es natürlich praktisch, seinen Körper ein bisschen zu schonen. Deshalb habe ich das jetzt hier drunter gestellt, weil ich dann deutlich aufrechter da sitze. Das kann natürlich nicht immer so bleiben, da werde ich mich mal nach einer Alternative umgucken. Es gibt massig schicke Erhöhungen für Monitore, da muss ich mir noch was raussuchen, was mir vielleicht gefällt. Auf jeden Fall ist es schon deutlich angenehmer, mit geradem Rücken da zu sitzen und dann seine Videos zu schneiden. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende des Videos angekommen und weil es das letzte Video des Monats ist, kommen wir zur monatlichen Abrechnung, weil ihr wisst, ich gehe transparent mit meinen Einnahmen und Ausgaben um, weil ich ja auch ein bisschen dokumentiere, wie es ist, so ein bisschen selbstständig Videos zu machen, Videos zu produzieren. Im nächsten Vlog gibt es übrigens auch wieder einen Auftrag, wo ich ein bisschen Geld verdiene, also abonniert auf jeden Fall den Kanal, dass ihr das nicht verpasst. Jetzt kommen wir aber erstmal zu meinen Ausgaben, weil Einnahmen hatte ich diesen Monat keine. Der schmerzhafteste Punkt sind natürlich Fixkosten. Ich zahle insgesamt 62,85 € monatlich für meine ganzen Programme, sowas wie Photoshop und Premiere Pro, mit dem ich Videos schneide. Meine Buchhaltungssoftware und natürlich auch lizenzfreie Musik kostet Geld. Zusätzlich musste ich diesen Monat noch eine Gebühr von 20 € zahlen dafür, dass ich meinen Hausmüll hier von der Wohnung für meinen gewerblichen Müll mitverwenden darf. Ansonsten habe ich noch Geld ausgegeben für mein neues Mikrofon und eine neue externe Festplatte. Das habe ich aber auch schon in meinem letzten Video verrechnet. Deshalb gibt es jetzt nur noch eine Ausgabe und das waren 5,99 € für ein paar durchsichtige Boxen, mit denen ich ein bisschen meinen Kram besser sortieren kann hier. Dementsprechend gibt es jetzt ein Minus von 88,84 € auf den Endstand. Aber nächste Woche gibt es ja voraussichtlich wieder ein bisschen Plus. Da freue ich mich schon drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch wie immer ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.